So, wieder volles Leben. Juhu. Schwede, Donnerwetter. Okay, wo geht's hier hin? Waren wir hier schon mal? Nein, anscheinend nicht. Stein würde ich mitnehmen. So. Okay. Kohle. Ich weiß halt nicht, ob es oben weitergeht oder eher hier. Das müssen wir jetzt erstmal rausfinden. Hier ist auf jeden Fall irgendwas zum Sammeln. Juhu, Kohle. Und Kristalle. Und Stein. Nee, das ist was anderes. Was war denn das? Das waren andere Steine, ne? Titanium-Ohr kriegen wir hier. Ach du Heiliger, okay. Wieder eine neue Ressource. Und Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich und meine Kohle sitzen in der Hose. Da unten komme ich hin. Die Frage ist, will ich das? Ja, wegen Stein schon alleine. Einfach nur... Alter, ich habe gedacht, wir fallen runter. Wirklich. Das wär's gewesen. Was passiert eigentlich, wenn wir sterben mit dem Backpack? Ich hatte da was bei den Skillpoints gelesen. Keep Backpack Inventory on Death. Ach so, 25%ige Chance. Ach so. Dass man den dann behält. Ansonsten ist der also futsch, ja? Also Inventory. Was drin ist. Ist gar nicht mal so verkehrt. Aber gut, aktuell kommen wir noch gut durch. Trotzdem wäre schön, wenn wir... Das ist voll die Falle da unten mit den Spinnen, ne? Trotzdem wäre ich sehr froh, wenn wir ein bisschen mehr Leben hätten, weil es könnte, glaube ich, sein, dass es ein bisschen schwieriger wird. Schon eng hier. Da sind noch Pilze. Hä? Wo kommen die alle her? Irgendwo von hier. Wo kommen die denn her? Ah, hier. Ah, ach so. So ist das also, ja? Gib mir die Pilze. Ich will Pilze. Gib mir die Pilze. Alle Pilze. So, der kommt, der hat mich gesehen. Ja. So, hier war oben. Finger nach oben, man wird dich loben. Ich mach mal eben hier den hier. Warte. Na. Das Timing. Das Timing ist wichtig. Okay, da oben ist noch mehr. Nester, die wir noch zerstören müssen. Hier ist keiner mehr. Sehr schön. So. Das sind auf jeden Fall Kristalle. Level up. Das heißt, wir haben wieder 2 Skill Points, ne? 3 sogar. Okay. Das heißt, wir brauchen 4. Also das weiß ich nicht. Reduziert Gewicht beim Schild. Würde ich vielleicht ganz zum Schluss machen. Hier haben wir noch Critical. 30%. Hier hätten wir dann 1 in 7. Jeder 7. Schlag 50% mehr Standardschaden. Das ist natürlich sehr geil. Das ist Verharvest. Hier, ich glaube, ich würde mehr auf Leben auch noch gehen. Was haben wir jetzt zum Schluss? Gain a free revive after death 40 Minuten. Ah, das ist gut. Das machen wir auf jeden Fall.
Also gehen wir erstmal Denise auf Leben. So. Kohle, 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 Kohle. Ich um meine Kohle, ich um meine Kohle. So. Ach ja. Das nehmen wir mit. Da geht's weiter. Wo geht's denn hier hin? Sag mal. Geht. Oh Gott, da geht's nicht lang. Das ist eine Alpha-Wand gewesen. Aber hier war ja noch was, ne? Oder kamen wir von hier? Hier oben. Hier ging's ja auch noch weiter. Hallo. Auf mich anzugreifen, Mann. So, hier ist der Knopf. Was ist das da hinten? Ah, Lava. Okay. Hier ist das Knöpfchen. So. Haben wir. Stein nehme ich mit. Die Höhlen werden immer voller und immer ekliger. Da ist auch noch was. Stein auch nochmal mitnehmen. So. Dann, bevor wir den aktivieren, gehen wir erstmal nach oben. Denn ich würde gerne einmal wissen, was da oben ist. So, warte. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aha. Den habe ich ja vermisst. Noch mehr von denen. Au, Alter. Alter, die sind schon böse. Guck mal unser Leben an. Okay, die sind schon sehr böse. So, jetzt aber. Okay. Hier haben wir noch Stein. Mach die Fackel an. Die Fackel an. Da drüben sehen meine Äuglein noch irgendwie was leuchten da. Keine Gegner? Anscheinend noch nicht. Alter, es sieht so geil aus. Das sieht verdammt geil aus mit der Lava. Da möchte ich aber auch ungern reinfallen, muss ich sagen. Da oben ist noch was gewesen. Wir gehen einmal rum. Was zum Teufel ist das denn hier? Das kann man abarbeiten. Was ist das? Weapon Tier too low? Ach krass. Okay. Also brauchen wir eine stärkere Waffe, um das abzubearbeiten. Eine stärkere Spitzhacke. Also brauchen wir den nächsten Level-Status für die Spitzhacke. Wie war das nochmal? Springen und dann Dings, ne? Oh, Alter. Oh, die sind echt mies. Also, die sind echt mies auf eine Menge. Auf eine Menge sind die wirklich mies. Also, wenn die in Gruppen kommen, ist das fies. Man muss sich die, glaube ich, einzeln schnappen. Sonst wird das nichts. So, Stone full. Full of Stone. Hier ist noch so ein Ding. Können wir auch nicht abarbeiten. Müssen wir uns behalten. Dass wir hier nochmal rein müssen. So, dann haben wir hier auch alles abgefrühstückt. So.
Stone war ja voll, stimmt ja. Puh. Okay. Heißt also, wir können die Höhle aktivieren oder zumindest den Schalter. Ja, nächsten Skillpoint möchte ich auf jeden Fall Richtung Lebensenergie. Und dann jeden siebten Schlag. Was war das nochmal? Müssen wir gleich mal gucken. Aktivieren. Activate. Activate. Warte mal, ich guck mal eben. Was war das? Jeder siebter Schlag? War das hier? Für 8 Punkte. Jeder siebte Schlag gibt 50% Schaden. Also die Hälfte aus für den Gegner runter. Das ist natürlich krass. Das ist schon Porno. So, wir müssen da unten. Ich gehe mal hier runter. So. Okay. Über die dunkle Materie. Haben wir da schon rausgefunden, was wir damit machen können? Nee, ne? Ach, wir müssen ja hier rüber. Ganz vergessen. Oh Gott. Schrecklich. Tschüss. Gut, dass ihr keine Treppen gehen könnt. Wo war denn jetzt nochmal der Ausgang? Ah, hier, oder? War das hier lang? Ja. So. Dann haben wir die Höhle auch abgefrühstückt. Sehr schön. Ich freue mich. Ist es Tag, ist es Nacht? Wir werden es sehen. So. Okay, Limestone. Können wir Zement wahrscheinlich herstellen? Weil eigentlich, ich kenne Limestone von Satisfactory. Da stellt man auch Zement mit her. Deswegen, ich gehe ganz stark von aus, dass wir... Oh, nochmal Level Up. Habe ich nicht gesagt, wir leveln? Ja, ne? Hier, Lebensenergie. Oha. Oha. 150 haben wir jetzt. 150 Lebenspunkte. So, es ist Tag. Tag X. Oh, hier ist nochmal Limestone. Hallo, Spinny. Na, wo hau ich denn hin? Ich sollte schon da hinhauen, wo ich hinhauen soll. Ach, Limestone war ja voll, ne? Stimmt ja. War hier jetzt noch was? Uah. Wie sie sich beeilt hat, die Spinne. Nee, okay, alles klar. Dann haben wir hier alles abgefrühstückt. Geronimo. Und wir müssen nach oben. Finger nach oben, man wird dich loben. Hier gibt es doch irgendwo so eine... Gibt es hier keine... Ich weiß nicht, ob wir das nutzen können. Müssen wir mal gucken. So, wir fahren auf jeden Fall richtig. Guck mal eben. Schauen wir mal, ob das... Die Strömung, ob wir die nutzen können. Müssen wir mal gucken. So, müssen wir nämlich nach da oben müssen wir hin. Und da, alles klar. Da ist auch noch eine Insel, wo wir noch nicht waren. Ach ja, da schippern wir wieder hin. Schipper Kalipper. Lipper Lipper Kaschipper. Huch. La 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 la. Oh, ein Birnenbaum. Oh, Birnen. Da waren wir ja schon drauf. La 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 la. La 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 la. La 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 la. So, jetzt kommt gleich die Strömung. Da müssen wir mal schauen, ob die Strömung mit uns ist oder gegen uns. Bist du mit uns oder bist du gegen uns? Sie ist gegen uns. Ja, alles klar, ich habe verstanden. Aber das nehme ich noch mit. Danke. Zwei Bananen. Die einfach auf dem Meer rumliegen, rumtreiben. Die Bananen, die es rumtreiben. Oder die es auf dem Meer rumtreiben. Klingt komisch. Ja, geht das gut so? Ja, wenn wir jetzt eine Strömung noch in die Richtung hätten, wäre schön. Na, guck mal, jetzt decken wir auf jeden Fall das Gebiet hier erstmal auf. Aber jetzt sieht man erstmal, wie groß es ist, wie viele Inseln es hier einfach gibt. Diese kleinen, diese etwas mittleren und dann halt die großen. Oh, da kommt schon was. Da kommt was auf uns zu. Huch. Auf der waren wir noch nicht gewesen.
Ich frage es mich, ob es noch, wie gesagt, das habe ich, glaube ich, ganz am Anfang des Spiels mal erzählt, ob es noch größere Städte gibt oder nur diese eine. Also wo man noch andere Aussiedler oder Siedler findet. So. Ja, da, die Insel waren wir auch noch nicht erkunden, glaube ich, hier. Die jetzt hier kommt. Können wir mal eben machen, wenn wir schon einmal hier sind. So, Stone ist full, aber Holz. So, was kriegen wir denn hier Schönes? Lass mal gucken. So, lalala. Birke. Birkenpollenallergiker. So, da ist nochmal ein. Jawohl. Oh, da liegt Glas. Flupp. Clay, Hammer voll, weiß ich gar nicht, muss ich gucken. Na. Nein, haben wir nicht voll. Können wir mitnehmen. Auf Reisen, da ist nochmal Glas am Liegen. Sehr schön. Prima. So, prima, prima. Prima Ballerina. Da ist auch nochmal... Oh, da ist eine Höhle. What the fuck? Oder waren wir hier schon mal? Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir hier waren, oder? Waren wir hier schon mal? Eine Höhle, die wir eigentlich nicht erkunden müssen? Also, klar würde ich sie erkunden wollen, aber jetzt kein Schalter da drin, aber ich frage mich jetzt, ob wir hier schon mal waren. Rickettreeway? Ich glaube nicht. Wir gucken mal. So, Fackel in der Hand. Wir leiten mal. Was haben wir denn hier? Hallo. Oha. War da Kohle? Ne, Stein. Da ist Kohle. So, 109 Kohle haben wir. Was soll denn das? Spring mich doch nicht an, Mann. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen kämpfen. Komm schon, Alter. Ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen kämpfen. Oh, kennt ihr das Lied noch von früher? Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter. Ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Das war so bescheuert. Aber irgendwie auch cool. Also wenn man es heute hört, so denkt man so, um Gottes Willen, auf was für einen Trip war ich denn da gewesen? Was ist das? Den sollten wir schleunigst besiegen. Lightning. Yes, of course. Und dann hacken wir wieder ein bisschen rum. Blub, 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 blub. So. Sehr schön. Dann hier. Ich frage mich wirklich, was man mit der dunklen Materie so macht. Würde mich mal brennend interessieren. Da ist noch Kohle. Hab ich gesehen. Ob man später eine Technologie kriegt oder so irgendwie. Oder keine Ahnung. Was die Entwickler sich da gedacht haben. So. Nein, wo hau ich hin? Ich soll schon dahin hauen, wo ich hinhauen will. Hab ich gerade noch gesagt.
So. Aber ich bin mit der Maus immer irgendwo hier oben oder irgendwo anders, nur nicht da, wo ich hinschlagen möchte oder will. Das ist irgendwie, ja. Sollte auch hingucken auf dem Bildschirm. So. So. Ja. Oh, das wird so doof. Ich kann das nicht so oft schräg. Huah. Pilze! Und ein wenig Kohle. Oben ist auch noch was. Ich will einmal hier gucken, ob wir hier noch irgendwie was haben. Das Feuer mache ich an. Kann man sich ein bisschen besser orientieren. Hier geht's. Aber hier kommen wir nicht mehr rauf, ne? Rauf, ne? Hof. Ich habe Hof. Hof und rauf, wollte ich gesagt haben. Oh, das können wir alles abbauen. Sehr geil. Das kann man bestimmt alles abbauen, ne? Oder? Nein, nicht F. F. Nee, können wir nicht? Ach, krass. Okay, also in Höhlen geht das also nicht. Sagst du? Also, in Höhlen geht's nicht. So, die Frage ist jetzt, wo geht's denn hier unten hin? Hier waren wir schon, aber wo geht's hier hin? Hier unten, frage ich mich. Nicht runterfallen, bitte. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Danke. Alter, ich hasse das. Hör auf damit. Lass das. Oh Gott, ich kann das so nicht mit... Ich kann das so schlecht einschätzen. Warte. So, 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 so. Lalala. Ah, da geht's noch irgendwo hin. Da ist auf jeden Fall jemand am Warten. Aber wir hatten ja hier, glaube ich, noch einen Weg, ne? Genau hier. Den haben wir noch nicht beschritten. Dieser Weg. Pilze. So, okay, dann wären wir hier runtergekommen einfach. Das war's dann schon? Oder mehr hat diese Höhle nicht zu bieten? Ich glaube. Na. Oder von hier... Nee, von hier kann man noch nicht, ne? Oder? Doch, von hier kamen wir. Das war's? Das war die ganze Höhle? Toll, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Das... Also, da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber okay. Es ist ja nur eine kleine Insel gewesen. Also, nichtdestotrotz, ein bisschen was Kleineres. Ne? Muss ja nicht immer riesengroße Höhle sein.